Ja, also erstmal schönen Abend und freue mich, dass ihr so zahlreich gekommen seid und wirklich sehr viele kunstinteressierte Menschen hier sind. Der Künstler Ebert Bitter ist heute anwesend. Seine schönen Werke, die mich von Anfang an begeistern, durfte ich dann hier heute ausstellen und bleiben bis zum 15. August. Ich hatte ja 30. August gesagt, aber er braucht sie für eine andere Ausstellung. Einführen tut uns heute die Frau Dr. Stefanie Eckhardt. Danke, Jo. Dankeschön. Ich begrüße Sie auch noch mal ganz herzlich. Die erste Frage, die ich mir gestellt habe: Wer sind die Menschen, die aus der Tiefe des Bildraums auftauchen wie aus kaltem Mondlicht? Wir sehen, Eberhard Bitter ist Expressionist bzw. Neoexpressionist. Kleiner Exkurs: Der Expressionismus kam um die Jahrhundertwende des 19. Jahrhunderts auf und ließ das Wohlgeordnete verschwinden. Zuvor hat Cézanne als erster mit den Traditionen gebrochen, später Picasso. Der Schrei von Edvard Munch leitete damals eine neue Phase in der europäischen Malerei ein. Die Aussage wird dann wegweisend für das 20. Jahrhundert. Auch traumatische Hintergrunderlebnisse werden gezeigt, Angst vor Tod und Krankheit, gestörte Mutter- und Vaterverhältnisse. Und die Identifikation mit solchem Leid wurde bis zum Expressionismus fast aufgehoben. Mit Aufkommen des Expressionismus dann wurden auch solche inneren Dämonen aus dem Unbewussten thematisiert, noch bevor Sigmund Freud diesen Begriff prägte. Auch galt das Bild nicht mehr unbedingt. Expressionisten betätigten sich auf mehreren Feldern. So war Paul Klee auch Musiker und Kandinsky schrieb das Theaterstück Der gelbe Klang. Ein weiterer Einfluss waren die Erkenntnisse aus fremden Kulturen wie der afrikanischen Kunst. Der expressionistische Stil ist zunehmend zerklüftet, auf Zentralperspektiven wird oft verzichtet, dafür viele Überschneidungen. Ein Psychogramm dieser Zeit. Einerseits deutsches Kaiserreich, preußische Tugenden, andererseits enorme Veränderungen und eine neue Epoche. Beginnender Niedergang des Adels, zunehmender Wohlstand des Bürgertums auf Kosten der Arbeiter bzw. Industrialisierung auf dem Rücken der Arbeiterklasse. Es ist auch die Zeit des deutschen Sozialistenführers August Bebel und der Beginn einer europaweiten sozialistischen Frauenbewegung mit Clara Zetkin und Rosa Luxemburg. Im Jahr 1905 gründeten in Dresden die Architekturstudenten Kirchner, Pleyel, Haeckel und Schmidt-Rottluff die Brücke und 1911 in München bezeichneten Kandinsky und Franz Marc ihre Ausstellungen als Blaue Reiter, um noch die beiden bedeutendsten Gruppierungen zu nennen. Die Expressionisten kommen, um es mit meinen Worten zu sagen, ohne Umwege der Allegorie oder Mythologie direkt zur Sache, zum Ausdruck, zur Aussage. So auch Eberhard Bitter. Die Körper in seinem Bildwerk sind ein kompliziertes System, weil zum einen die Gestalten formal eigengesetzlich wirken, zum anderen die Flächenordnung vom Kolorit mitbestimmt wird. Die Einheit der figuralen, formalen, farblichen und kompositorischen Aspekte erschließt sich besonders in den Figurengruppen, die wir da hinten sehen, hier und auch hinter Jo. Wir sehen Köpfe oder Körper, tanzende, sich drehende oder kämpfende Körper, die in den vorderen Bildraum drängen, deren Haut in farblichen Fetzen akzentuiert ist, die im Kolorit aufleuchten und dennoch in den das Bild bestimmenden düsteren Ton fallen. Die bogenförmigen Figurengruppen werden präzisiert durch eine eigengesetzliche Komposition. Im exakten Mittelpunkt der Bildfläche führen die miteinander ringenden Figuren zu einer zentralen Erscheinung in der Tiefe des Bildraums, der sich durch die lichte Farbgebung aufzulösen scheint. Die wuchtigen und vorherrschenden Gestalten sprengen sich fast aus dem Bild heraus. Die Farbgebung und die aus der Bildtiefe herausdrängenden Körper erinnern an Historienmalerei, ihre Dynamik an den Kampf der Kentauren von Michelangelo, auch wenn das selbstverständlich keine eindeutige Entlehnung ist. Eberhard Bitters Bildwerke sind eine in sich geschlossene Welt, die Farbmaterie wird zur Form. Die Gesten sind genau studiert und werden durch die eigentümliche und kontroverse Farbgebung überhöht. Die brodelnden Körper ringen förmlich mit dem Bildraum. Wenn wir Eberhard Bitters Gestalten als Allegorie verstehen, erinnern sie uns an kämpfende Krieger oder Barbaren, wie aus dem Kampfgemenge in Michelangelos Kentaurenschlacht.
Dieses Relief besteht aus nackten Figuren, deren Gliedmaße ebenfalls teilweise von den Normen abweichen. Bemerkenswert ist, dass auch Eberhard Bitter seine Figuren vom Zwang der zweidimensionalen Gefangenschaft befreit und ihnen erlaubt, mehrdimensional zu verschmelzen. Im Kampf der Kentauren geht es um den Krieg zwischen Barbaren und zivilisierten Griechen, symbolisch um den Kampf zwischen Chaos und Ordnung, Askese und Disziplin gegen das Fleisch und die rohen Kräfte. Während sich die Expressionisten und später Neoexpressionisten weitgehend vom menschlichen Idealkörper lösen, gibt Eberhard Bitter dem Körper eine Bedeutung des Tempels der Seele, in Anführungsstrichen. Eberhard Bitter ist ein Bildhauer in der Zweidimensionalität, wie er selbst von sich sagt. Seine Figuren gleichen den muskulösen antiken Körpern. Wie in der Antike und später der Renaissance steht die Nacktheit athletischer, durchtrainierter Körper für Mut, Kraft und Tüchtigkeit. Die Beine mit ihren starken Schenkeln nehmen eine ausgreifende Stellung ein. Die kräftigen Arme sind in Aktion und bereit zum Kampf. In diesem Gestus steht der Körper für den erfolgreichen Kämpfer und Krieger. Im Bildwerk sind die Körper ebenbürtig stark. Der gemeinsame oder einsame Kampf, die Schmerzen, die farblich erduldet werden, stehen im Widerspruch zum Verlangen der meisten Menschen nach Wohlbefinden. Eberhard Bitter hat die Verletzlichkeit der Menschen farblich in die Gesten hineingeschrieben. Die expressiven Rhythmen der Pinselstriche erinnern im Weiteren an die Selbstporträts Van Goghs, der diese Dynamik auf das Gesicht gibt, während Eberhard Bitter dem ganzen Körper, der gesamten Haut, ein turbulentes Feuerwerk an Farbenergie verabreicht. Das erschütternde Kolorit lässt die Haut fast explodieren. Dabei dominiert Eberhard Bitter konsequent die Körpersprache durch starke Physiognomie und Nacktheit im Hinblick auf den Kampf und das körperliche Zusammenspiel unter Menschen generell. Ich bedanke mich und freue mich noch auf einen schönen Abend mit euch allen. Vielen Dank. Lieber Eberhard, ich sage dann auch noch mal ein paar Worte. Also ich freue mich, dass Sie so zahlreich erschienen sind. Ich füge noch ganz kurz dazu. Diese Bewegungen sind für mich auch oft so eine Gratwanderung zwischen Tanz und Kampf. Also das kann man so und so sehen. Also ich beschäftige mich unter anderem eben ich arbeite ab und zu mit Tänzern zusammen. Da hole ich mir eine gewisse Menge an Inspiration. Und bei dieser Form des Tanzes, das nennt sich Kontaktimprovisation, da werden so Normen von Körpersprache gebrochen. Und sonst ist es oft so, dass mich gerade eben auch der Mensch eingebunden in den facettenreichen Formen der Körpersprache interessiert. Dann ist es noch so, jetzt halten sich alle natürlich hier eben in diesen Räumen auf. Hier sind die ganzen Bilder, ich bin so ein bisschen hin und her gerissen. Das für mich gefällt dieses Ausstellungskonzept ganz gut. Aber ich sage auch mal ein bisschen locker, gucken Sie sich auch einfach noch mal zwischendurch die Zeichnungen an. Denn die Zeichnungen sind für mich genauso wichtig wie die Malereien. Die entstehen zum Teil live vor Ort, um auch mal den Muff des Ateliers so ein bisschen zu verlassen. Und diese Zeichnungen sind einerseits selbstständige Werke und andererseits können sie genauso gut auch wieder Vorlage für meine großformatigen Malereien sein. Und ansonsten wünsche ich jetzt viel Spaß im Rahmen der Ausstellungseröffnung und ich stehe gerne für Gespräche zur Verfügung. Damit ist jetzt eröffnet.